aufgrund ihrer inneren Energie, das heißt die kinetische Energie der Teilchen, fühlen Körper sich kalt, lau oder warm an. Diese Merkmale werden als Temperatur des Körpers bezeichnet. Also, die Temperatur eines Körpers ist ein Maß für seine innere Energie, das heißt für die kinetische Energie seiner Teilchen. Um eine Temperatur zu messen, nutzt man am häufigsten die Ausdehnung einer Flüssigkeit wie bei diesem Thermometer. Wir lesen hier zwei Temperatureinheiten ab, Grad Celsius zu Ehren des schwedischen Wissenschaftlers Anders Celsius und Grad Fahrenheit zu Ehren des deutschen Wissenschaftlers Gabriel Fahrenheit. Es gibt eine dritte Temperatureinheit, die heißt Kelvin. Hier sagt man nicht Grad Kelvin, sondern kurz Kelvin. Dies zu Ehren vom britischen Wissenschaftler Lord Kelvin, der eigentlich William Thomson hieß. Wir bezeichnen eine Temperatur in Grad Celsius ausgedrückt mit klein t, eine Temperatur in Grad Fahrenheit ausgedrückt mit klein theta und eine Temperatur in Kelvin ausgedrückt mit groß T. 0 Grad Celsius entspricht der Gefriertemperatur des Wassers und 100 Grad Celsius der Kochtemperatur des Wassers. Um von einer Temperatureinheit in eine andere Temperatureinheit umzurechnen, stehen uns diese zwei Formeln zur Verfügung. Eine Temperatur klein Theta in Grad Fahrenheit ausgedrückt ist dasselbe wie 9 Fünftel mal dieselbe Temperatur klein t in Grad Celsius ausgedrückt plus 32. Eine Temperatur groß T in Kelvin ausgedrückt ist dasselbe wie dieselbe Temperatur klein t in Grad Celsius ausgedrückt plus 273.